Es geht weiter mit Jujutsu Kaisen Chapter Review. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr keins mehr verpassen wollt, abonnieren. Viel Spaß! Jujutsu Kaisen Kapitel 68 Wahre Schätze 4. Ich habe es im letzten Kapitel schon angesprochen und jetzt ist es bestätigt. Fushiguro hat das Kopfgeld auf Riko angesetzt. Das Kopfgeld gilt für 48 Stunden. Fushiguro plant damit, Gojo und Geto zu erschöpfen. Zurück zum Geschehen. Satoru, Suguru und Misato eilen zu Riko. Jetzt teilen sie sich auf. Satoru geht in die Kapelle, Misato ins Musikzimmer und Suguru möchte die Eindringlinge finden. Geto trifft auf den alten Mann und es beginnt ein Kampf. Naja, einen Kampf kann man das nicht nehmen. Geto macht kurzen Prozess. Er möchte wissen, zu wem der Alte gehört. Auf der letzten Seite sieht man noch diesen Genossen. Was er kann, sehen wir erst im nächsten Chapter. Aber ich habe noch einen Steckbrief von Misato Kuroi. Da sie jünger aussieht, wird sie oft für eine Studentin gehalten. Die Familie Kuroi dient den Sternplasmakörper seit Generationen. Misato war aber nie scharf darauf und besuchte eine Fachhochschule. Eigentlich wollte sie einen normalen Job, aber für Riko kehrte sie dann doch zurück. Sie spielte viel mit Riko im Haus und ist irre gut in Mario Kart. Viel ist in diesem Kapitel nicht passiert, aber ich werde das Video auch nicht in die Länge ziehen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, oder einen Kommentar, was ich verbessern kann, und abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Video. Ciao!